Hallihallo, Hallöchen. Ja, wir wollten gerade. Sekunde, ich muss gerade noch meine Tastatur umstellen. So. In den Fahrstuhl. So. Ihr erwartet uns. Scouts. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Wenn ihr das Tor zulasst, dann kommt auch keiner rein, dann braucht ihr gar keine mehr aufhalten. Nur als Idee. Ich nehme doch mal an, wir müssen hier lang, da sind auch Gegner zu sehen. Oh. Oh, oh. Absicht. Machen wir nochmal ein bisschen zurück. Ach, verdammt. Ich hätte mal auf den Rechtsklick kommen. Was ist da eigentlich los? Der da hinten ist zwar versteckt, aber... irgendwas stimmt bei dem Teil nicht. Ah, guck mal an. Jetzt hat er gegengeschossen. Sehr interessant. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Oh, ich glaube, die bekommen wir nicht aus dem Weg. Oh doch, wir bekommen sie aus dem Weg. Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Erst einige Tage. Ist ja nicht so schlimm. Einige Tage. Wo sind denn da unsere Feinde? Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. So. Das ist jetzt doof. Wir müssen jetzt permanent dem blöden Schüssen da ausweichen. Da müssen wir echt aufpassen. Ah, das war zu knapp. Das war auch zu knapp. Ne? Okay, da ist noch. Scheinbar sind alle erledigt zu haben. Okay. Über die Panzer sperren am besten nicht drüber. Nicht, dass ich dann irgendwo lang fliege, wo ich nicht lang will. Da scheint nichts im Weg zu sein. Fahren wir mal außen rum. Vielleicht kommen wir ja noch ein Stück weit, wer weiß. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Wo immer das herkommt, Sie müssen uns sehen. Vergessen Sie sehen. Wir müssen die Gate finden. Ich habe was gesehen. Hier war ein Eingang. Licht und ich habe Menschen gesehen gehabt. Das ist nah genug! Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Gates. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Okay, das... ja, kann mal drauf kommen, so eine Invasion. Faidan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie leben, aber die Gate haben ihre Kolonie verwüstet. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ist Ihre Basis in der Nähe? Sie sind schon fast da.
Sie haben sich im Hauptquartier von Exogeny nicht weit von hier verschanzt. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Gate, sonst nichts. Ich kann nicht hierbleiben, ich muss weiter. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Gate weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Ja, und es ist immer irgendwo irgendeine Tochter oder ein Sohn von irgendwem und irgendeine Mutter wird weinen, wenn derjenige stirbt. Aber man kann ja nicht sagen, oh, das ist mein Sohn, jetzt guck nach dem und der andere sagt... Wo ist sagt, Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Gate wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Dann... Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Was haben Sie an sich, dass die Leute immer denken, wir mögen Schwierigkeiten? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Ich muss gehen. Natürlich. Daten... Denken Sie an meine Worte. ...sind immer wichtig. Was haben wir hier noch? Wie sollen wir gegen so einen Feind kämpfen? Wenn ich... Schlimmer kann's nicht mehr werden. Warum gründen? Wir sitzen seit Tagen fest. Interessant. So anscheinend hat hier niemand was zu sagen. In wenigen Wochen weiß keiner der Kolonisten mehr, dass dieser Planet existiert. Diese Leute hatten ihre Chance. Das ist mehr als andere bekommen. Und zwei Mann beschützen diesen kompletten Eingang. Ich meine, ist gut möglich, aber ich würde Sprengfallen anbringen und sowas. Was ich mich eben dann auch fragen würde, ist, wie die da so an sich ja, überleben. Ich meine, mehrere Tage... Und wirklich Essen oder was zu trinken habe ich bei denen jetzt nicht gesehen. Also ist dann die Frage. Oh, da sind gerade wieder zwei rote Punkte. Ey, das ging eigentlich vorbei. Der letzte auch umkippt. Schön. Obwohl, Moment, da ist noch einer. Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geht. Das Paket ist gesichert. Wir gehen jetzt. Muss wohl da drin sein. Da werde ich wahrscheinlich auf dem Rückweg mal vorbeigucken. Warten Sie. Schalten Sie das Komm ab. Geht kommen auf uns zu. Mist! Schalten Sie das Komm ab! Habe ich eine Figur gesehen, die ist gerade erst rein. Okay. Mal sehen. Dann geht Schütze. Ach, kannst du mal aufhören, hier dich an irgendwas daran zu hängen? Hier irgendwas finden. Oh ja, noch ein Gate.
Wunderbar. Wunderbar. Gut, öffnen wir mal die Kiste. Harpunen und Stinger. Alles klar. Da scheint geblockt zu sein. Ich weiß nicht, da war vorhin noch ein Gang nach unten. Da können wir gerade mal reingehen. Ich meine, dann haben wir es erledigt. Moment. War das der, der irgendwas erzählt hat, von wegen die Gate kommen auf sie zu? Er ist dann aber relativ schnell gestorben. Dann guck mal einer an. Das sind doch noch zwei rote Pfeile, die wir erledigen können. Gewehr hat, mit dem man dauerfeuern kann. Das hilft ungemein. Okay, hier geht's wieder hoch. Das waren anscheinend nur die zwei Jungs, die da standen. Alles klar. Da scheint unser Ziel zu sein. Diese komischen Türme, mal sehen. Feuer vielleicht ausweichen, das kommt nicht so gut. Wow, was war das? Da war nichts und trotzdem bin ich... Nein. Ja, ja. So, komm schon. Langsam muss ich doch mal kaputt gehen. Ah, da ist es kaputt. Oh. So, dann vielleicht noch den Kerl. Alles klar, so an mich geht. An sich geht es mir recht gut, würde ich sagen. Also, ein bisschen was an Schild habe ich verloren, aber das ist nicht weiter dramatisch. Oh, na schön. Man. Radar wird blockiert. Allerdings warten hier komischerweise keine Gegner. Es scheint dann aber da drüben. Die sind ziemlich schnell eingezogen. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Okay, ich habe ein... Nee, das war falsch. Ein Stufenaufstieg. Nehmen wir diesmal den Waffenschaden. Rex kann Auto, der ist auf Werfen. Ah, okay. Und bei Dechiffrierung. Solche Basispanzerung, Erste Hilfe, Elektronik. Ah, Fahrzeugreparatur. Dämpfung, Dechiffrierung, Hacken, Q-Machinist. Nope. Hier geht's auf Dechiffrierung. Ganz klar. Allerdings müssen wir jetzt aussteigen und hier habe ich zwei Gate rumflitzen sehen. Das waren diese komischen Wandkletterer. Oder ein Gate-Raketenschütz. Nein. Oder habe ich die anderen mit der Granate, die ich hier reingeschossen habe, schon gesehen? Das wäre natürlich... Wo bin ich denn hier überhaupt? Gehen wir mal hier hoch. Das hilft vielleicht. So... Das scheint... Ach nee, ist nur eine leichte Dechiffrierung. Ich dachte, sie wäre zu. Ist ja auch oft genug, dass die rot leuchtenden einfach zu sind. Okay, ich glaube, das Ding sieht recht lebendig aus.
Deine Erfahrung, Kampfexoskelett, Schneesturm. Ich wusste es. Wow. Ging schneller als erwartet. Moment, du bist doch da drin nicht ausgebildet. So, jetzt kriegt jeder eine Waffe, in die, mit der er ausgebildet wurde. Und wir gehen wieder raus. Nicht, dass wir hier noch eine Überraschung erleben. Relativ leer hier. Das scheint... Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Gut, das müsste ein Kraftfeld sein. So, dann gehen wir mal nach unten. So, irgendwas sehen tue ich hier nicht. Hä? Verdammt! Oh, schießen kann sie noch auch nicht, ne? Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Waren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Okay. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Das ist doch schon mal ganz gut. Das habe ich doch gesehen gehabt. Oh, witzig, komm nicht hier hoch. Oh, der schon. Hä? Oh, noch viel lustiger, das noch mehr von denen. Wenn wir unbedingt, wenn wir auf dieses... Müssten wir etwas essen? Sagen wir es mal so, müssten wir etwas essen, um... uns zu heilen oder so, hätten wir uns jetzt gute Vorräte anlegen können, weil dieses Fleisch kann man ja angeblich essen. Sogar recht gut. Naja. Sehen wir mal, was hinter der Tür ist. Ja, Feinde werden ja nicht angezeigt. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. Organischer Kommander. Oh! Natürlich jetzt. Das war recht einfach. Granate draufgehauen und... Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben.
Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37.